Servus Leute bei Basti's zweiter Kanal. Ich begrüße euch mal ganz herzlich bei dem kleinen Unboxing. Ich habe gedacht, wir machen heute mal ein kleines Unboxing, weil ich ein bisschen Probleme mit der Schwalbe habe. Und ich hatte letztens ein Simmerding-Problem im Getriebedeckel drin, der ist mir abgegangen während der Fahrt. Und dann ist das Getriebeöl in den Brennraum mit reingekommen und ja, das habe ich alles getauscht. Und jetzt habe ich gemerkt, dass am Kickstarter der Simmerding auch leicht surft. Also habe ich mir was bestellt. Das machen wir jetzt mal schnell zusammen auf und gucken doch einfach da mal rein, was wir da alles so haben und hoffentlich auch alles richtig bestellt. So, also da haben wir als allererstes, machen den Karton mal schnell weg, haben wir eine Tüte mit lauter kleinen, diversen Kleinteilen drin. Wir haben hier einmal den Simmerring für den Kickstarter. Braun natürlich. Braun sind die besten, ist so. Dann haben wir für die Ölablassschraube eine neue Dichtung. Ich habe mir gedacht, für 79 Cent, die bestelle ich eigentlich mit. Kupfer, also tausche ich normalerweise nie aus, aber das kann man jetzt mal machen. Dann habe ich mir für den Sitz, habe ich mir so neue Gummis bestellt, weil die anderen sind damals beim, wo ich den neuen eingebaut habe, abgerissen. Die waren halt einfach schon alt. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall gut. Dann haben wir ja einen Aufkleber von Ostmobit und dann natürlich Atinol, das Getriebeöl hier, das gute SAE 80W APGL3 vom MZA, Germany Qualität. 1936. Ich habe dann nämlich nicht mehr so viel und ja, nicht, dass ich noch mal wieder was brauche und dann, naja, ist ja immer mit dem Versand. So, dann, was noch ganz wichtig ist, natürlich die Dichtung für den Getriebedeckel. Ich habe die letztens, habe ich die bloß mit so einer Benzin-Öl-widerstandsfähige Masse gedichtet. Also der Getriebedeckel ist selber dicht, aber ich habe mir gedacht, ich möchte hier wieder so eine richtige Dichtung drin haben und das machen wir einmal komplett richtig. Das heißt, Getriebedeckeldichtung, Simmerding für den Kickstarter, Dichtung für die Ölablassschraube und das passende Öl dazu. Und ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Unboxing. Wir sehen uns dann beim Einbau und schönes Wochenende noch. Ciao!